Ja, hi und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Minecraft Dungeons. Kurz nach dem LP habe ich auch schon wieder so sehr Bock gehabt, dass ich mir gedacht habe, na komm, wollen wir nicht mal doch wieder reingehen? Und es gibt jetzt hier mehrere Möglichkeiten für uns. In den Turm zum Beispiel. In dem Turm uns noch weiter hochschnetzeln. Ich würde ganz gerne auch mal unsere neuen Waffen ausprobieren, die wir eben beim letzten Mal beim Turm gefunden haben. Und dementsprechend, es gab ja hier bei den Insel-Realms zumindest den Baumgipfelwirrwarr und den Spießrutenlauf der Windböen. Hier gab es auf jeden Fall nochmal zwei Welten, die wir austesten können. Alles andere ist DLC scheinbar. Aber das sind zwei Level, die wir machen können. Und das würde ich auch ganz gerne machen. Die können wir uns doch auf jeden Fall nochmal anschauen. Die gehören dann auch, denke ich mal, nicht zur Story, genau. Finde den verdorbenen Baum. Das ist einfach nur so nochmal ein Level. Ach du Scheiße. What the fuck? Die kriegen ja gar keinen Schaden. Ich glaube, die sind zu krass. Ich glaube, die sind noch zu hart für uns, kann das sein? Ach du Scheiße. Okay, never mind. Dieses Level versuchen wir doch nicht. Ich hätte vielleicht mal vorher auf die Schwierigkeit gucken sollen. Alter, die kriegen ja gar keinen Schaden. Dafür sind wir noch viel zu schwach. Okay, das hat mir jetzt erstmal einen kleinen Reality-Check gegeben. Ich hatte gedacht, wir sind da so halbwegs so weit schon. Abenteuer 3, Abenteuer 4. Also das ist schon das Einfachste sozusagen, was ich überhaupt machen kann, oder was? Mindestens, das ist Schwierigkeitsgrad 3. Meine Kraft ist auf jeden Fall... Okay, meine Kraft ist 18, die empfohlene Kraft ist 45. Ich verstehe. Dann haben wir natürlich also da überhaupt keine Schnitte. Was ist denn hier die empfohlene Kraft? Nee, okay. Also diese beiden Welten können wir jetzt momentan noch vergessen, scheinbar. Wir sind viel zu schwach. Dann machen wir einfach nochmal so einen Turmdurchlauf, oder? Ich denke, es macht auch Sinn, wenn wir in vorherige Missionen nochmal zurückkehren und ein paar der dort erschienenen Bosse killen, noch ein paar Truhen looten, sowas alles noch machen. Und halt einfach aufleveln, ne? Einfach aufleveln. Das ist ja das eine, was wir hier im Turm nicht machen, aufleveln, aber dafür bekommen wir halt geilen Loot. Cedere kennen wir jetzt ja hier. Spinnenrüstung. 25% na. Okay, ganz ehrlich. Ja, damit. Ja, mit der Spinnenrüstung. Die sieht auch sick aus. Boah, auf Eis schlittern wir auch richtig rum. Ja, jetzt noch mit einer richtig schönen Waffe, die auch nochmal eine Angriffsgeschwindigkeit hat. Und dann haben wir es durchgespielt, glaube ich. Das ist schon sehr nice. Noch cooler wäre, wenn hin und wieder so die Chance, dass, wenn es hin und wieder so die Chance gäbe, dass eine Spinne hier unser Freund wird und mit uns zusammenkämpft. Ach du Scheiße, scheiß Creeper. Boah, wir können auch Handschuhe nehmen, um noch mehr Nahkampfschaden zu kriegen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich nehme das hier mit dem Geschwindigkeitsschub zusätzlich noch. Weil das gibt uns ja wieder einen Attack Damage Boost. Was könnten wir hier nehmen? Durch Rollen elektrisierst du Gegner. Okay, das ist halt ein bisschen nur mit Rollen. Ich gebe vielleicht mal noch keine Punkte aus. Obwohl wir die Punkte ja wieder kriegen. Right? Was ist das? Oh Gott. Okay, ins Eiswasser darf ich nicht fallen. Hallo? What the fuck? Oh, oh.
Ja, okay. Hier hätte ich nichts tun können. Rollst, bist du einmal im Eis, bist du in der Mitte von diesen, spawnst du in der Mitte von den Gegnern und bist einfach instant GG. Das war ja schon fast ein bisschen unfair irgendwie. Aber jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Boah, aber die Angriffsgeschwindigkeit hier ist halt wirklich krass, ne? Guckt euch den Geschwindigkeitsboost an, den wir kriegen, wenn wir Gegner besiegen. Aber was ist denn das hier eigentlich für ein insanes Level? Das ist doch niemals Stockwerk 3 erst. Also hier schon ein Leben verloren zu haben, ist natürlich auch nicht so nice jetzt für uns, aber gut. Gibt nichts, was ich tun kann. Begleiter greifen anvisierte Kreaturen an. Bienennestrüstung. Ich nehme mal diesen besseren Bogen hier. Noch eine Ah, da sind noch ein paar Gegner, okay. Also vom Ding her finde ich dieses Schwert mit dem Bewegungsboost aber schon ziemlich cool. Es wird halt vom Damage irgendwann keinen Sinn mehr machen, wenn wir das behalten, aber... Das ist jetzt gerade schon noch ziemlich nice. 71 mal 2. Ich glaube, ich nehme den Punkt. Ich glaube, wir kriegen die Punkte ja wieder, oder? Also ich würde jetzt einfach mal gucken. Angriffe gegen Kreaturen, die dich nicht mehr ins Visier nehmen, fügen mehr Schaden zu. Nach dem Einsatz eine Faktor. Ah, das ist beides Trash. Das ist leider beides Trash. Nein, nicht wieder in dieses Wasser. Aber dieser Boost, der ist halt wirklich... Ha. Wenn das Schwert jetzt noch krass wäre vom Schaden her, also besser wäre noch, ne? Okay, das ist auch eine einzigartige. Hiervon will ich aber eigentlich nicht wirklich was haben. Deswegen nehme ich den Punkt. Ach so. Hier ist wieder so eine Chill-Etage. Hier können wir was verbessern. Spinnenrüstung wahrscheinlich, ne? Also, wenn, dann die Spinnenrüstung, denke ich mal. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, hier irgendwie das neu umzuverzaubern, ne? Wenn wir diesen Verzauberungstyp noch hätten, den wir in unserem Lager haben, dann würde ich jetzt wahrscheinlich den nehmen. Boss? Oh Gott, oh Gott. Also, ach, come on. Ey, das ist doch nicht fair. Ich kann nicht reagieren. Ich habe nicht mal die Chance zu reagieren, so schnell bin ich tot. Was war das denn?
Ich weiß nicht mal, durch was genau ich da gestorben bin. Ich weiß einfach nur, dass ich instant down war. Also wirklich instant wieder. Ja, okay. Das ist nicht cool. Keine Chance, also wirklich, wirklich sowas von überhaupt keine Schnitte. Ich meine, ich kann ja hier jetzt nochmal irgendwie Punkte ausgeben, weil es ist eh der letzte Try. Ey, der Magier ist... Ja, das ist... Ey, Ghast und Magier. Vielleicht habe ich hier aber auch einfach eine unglückliche Kombination von Bossen erwischt. Also, als wir das erste Mal hier durch den Turm gelaufen sind und gegen den Enderman und was war das noch? Wir mussten da gegen Enderman und gegen irgendwen anders fighten. Das war nicht ansatzweise schwierig, also nicht wirklich schwer. Wir haben es dann irgendwie beim zweiten Versuch, haben was locker nach Hause gefahren. Aber das war jetzt ein bisschen Arsch, muss ich sagen. Ghast und... Das ist ja eine unfaire Kombination. Magier und Ghast ficken dich ja im Fernkampf total aus dem Leben. Und im Nahkampf auch. Gut, das schreit nach einem neuen Try. Es ist aber immer quasi der gleiche Turm, also das sind die gleichen Etagen bis in einem bestimmten Zeitraum, ne? Das upgradet sich dann irgendwie, wie es aussieht. Nach einer bestimmten Zeit ist es dann, das ist auch für jeder quasi, das ist für jeden der gleiche Turm, kann man sagen, zumindest von den Etagen her. Ach, ist es auch, ach so. Ist auch immer der gleiche Loot? Ja, also dann nehme ich die, also dann nehme ich hier jetzt direkt erstmal schon mal die Explosionsarmbrust, würde ich sagen. Die kann das schon mal so verkehrt nicht. Alter, ja, die ist. Nee, die ist nicht verkehrt, definitiv nicht. Ist es doch nicht die gleiche Welt, oder sind nur woanders gespawnt, die Gegner? Doch, es ist nicht nur die gleiche Welt, es sind auch wirklich die gleichen Dinge hier wieder, ne? Nehme ich einfach mal, dann gehen wir jetzt stattdessen mal auf Fernkampf und wir versuchen diesen gleichen Turm jetzt einfach... Ja, das ist genau, das ist der... Ich hätte aber gedacht, dass zumindest die Items random sind immer. Dass es auch die gleichen Items noch sind, also dann sollte... Dann macht es nicht wirklich viel Sinn, den Turm wirklich ganz oft irgendwie zu spielen, bevor er halt wieder wechselt. Also man muss dann wirklich warten, bis der Turm wieder sich aktualisiert. Gut, was könnten wir hier machen? Kreaturen, die in Schattenform besiegt werden. Mit jedem Respawn von dir erhöht sich deine Max-Gesundheit. Mit jedem verwendeten Heiltrank erzeugst du ein zufälliges Nahrungsmittel. Du fügst einem Angreifer selbst Schaden zu, wenn du durch ihn Schaden erleidest. Jo, das würde ich jetzt richtig erstmal hochpumpen. Und die Explosionsarmbrust natürlich auch. Die behalten wir eh auch. Wird im Flug größer? Den Angriffsschaden der Feinde zu verringern, ist mir, glaube ich, wichtiger.
Vor allem, wenn wir, ja nochmal gegen den Enderman. Quatsch, gegen den Wächter und. Ach, jetzt bin ich komplett los. Gegen den Gas und Magier. So, das waren Gas und Magier, ich trottel. Gegen die nochmal kämpfen müssen. Also jetzt ist es genau entgegengesetzt vom Try grad eben. Jetzt sind wir im Fernkampf extrem stark. Daher waren wir im Nahkampf extrem stark. Vielleicht mal die Streuminen, oder? Vielleicht mal ein Artefakt auch einfach benutzen. Die wirken, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so schlecht. Wenn die reinlaufen würden, die Gegner, irgendwie juckt die das nicht so wirklich. Vielleicht mal die Peitsche, oder? Vielleicht mal die Peitsche probieren. Die hat ja mehr Reichweite auch. Das ist dann vielleicht für den Bosskampf auch ganz gut. So, definitiv die Explosionsarmbrust vergeuden. Unsere stärkste Waffe. Und hier kommt da jetzt auch schon wieder der Boss. So, wenn der hier, dann lege ich mal hier gleich mal Minen. Oh mein Gott, ist das unfair. Was macht mir überhaupt jedes Mal so mega krank viel Damage? Dieser Es ist Wahnsinn. Dieser Magier. Es ist der Magier, glaube ich, wirklich, ne? Diese Kombination dann noch, wenn der Gas mich auch noch trifft, aber der Magier ist das Allerschlimmste. Der ist ja so gestört OP. Der prediktet immer genau, wo ich stehe und kann mich sofort fisten. Mit seinen komischen... Da, guck mal, und der Gas auch. Der verbrennt mich sofort. Also, es ist... Aber jetzt kriegen wir die. Jetzt kriegen wir die. Jetzt kriegen wir sie endlich. Das war der schwerste Boss aller Zeiten, Alter. Den würde ich fast... Würde ich die beiden in Kombination... Würde ich fast auf eine Stufe setzen mit dem Endboss des Story-Modus. Okay, das ist jetzt... natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja, so ein einzigartigen... So eine einzigartige Nahkampfwaffe würde ich dann vielleicht doch eher noch statt dem... statt der Peitsche nehmen. Damit sind wir jetzt immerhin weitergekommen als beim letzten Try. Das ist doch schon mal ganz nice. Ich bleib mal wirklich bei Distanzwaffen auch, also die Armbrust. Ach.
Creeper. Armbrustung jetzt hier das Ding. Oh mein Gott, macht also macht halt noch mehr Damage. Wird man nach jedem Mal eigentlich auch geheilt, habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Flammenköcher. Beschwört ein Eisen. Oh mein Gott. Den Eisengolem. Den Eisengolem, den Eisengolem. Ja, man wird auch nach jedem Mal geheilt, okay. Keine Ahnung, ob man nur einen Eisengolem haben kann. Aber der ist ja extrem nice, der tankt auch ordentlich. Mit dem wäre der Bosskampf wahrscheinlich auch viel, viel einfacher gewesen. Der kann sogar noch vergiften irgendwie. Ja, man kann aber definitiv immer nur einen gleichzeitig haben. Nach einem Einsatz eines Artefakts fühlst du mit einer Wahrscheinlichkeit von... Dann nehmen wir das mal hier. Und die Schwächung hier noch. Und hier noch nach jedem Respawn mehr Leben, weil warum nicht, ne? So, damit wir... In jeder Etage können wir den jetzt einmal benutzen. Was macht man hier schon wieder für Damage? Nein, nicht schon wieder in dieses scheiß Eiswasser fallen. Gott, wie lange man da gefreezt ist. Der Poseidon-Eisengolem-Bild hier. Ernter. Wir nehmen den Punkt. Und mehr Schwächung. Pigments! Ich habe keine Ahnung, was dieses Festketten hier bedeutet, ob das... Das können diese komischen Dudes hier machen. Da weiß ich nicht mal, wie das im normalen Minecraft ist. Ob es das da auch überhaupt gibt oder nicht. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine Fähigkeit von denen jetzt hier gerade, dass die den Schaden untereinander aufteilen oder so. (lacht) 161 bis 495. Können wir den Dude irgendwie neu holen oder so? Nee. Das ist jetzt wirklich quasi im Arsch. Keine Magier.
verketten sich auch wieder so. Aber dieser Turm hat nicht so viele Stockwerke, oder? 21 waren es vorher, glaube ich, nicht. Irgendwo hier hinten. Aber wo? Hä? Where the fuck? Ach hier. Einzigartigkeit? Warte mal, was? Einzigartiges holen. Transformiert die ausgewählte Ausrüstung in seine einzigartige Variante. Ist bereits einzigartig. Ich hole mir jetzt das Einzigartige davon. Zack. Das kann auch keine schlechte Idee sein.